äquatorialafrikanische Regenwald ist ein beeindruckendes Biotop. Er ist die Heimat einer unfassbaren Tier- und Pflanzenwelt. Teils fremdartig und ungeheuer vielfältig. Er ist düster, dicht und dunkel, aber zugleich groß und erhaben mit seinen Urwaldriesen. Er ist Heimat für reizvolle Antilopen und scheue Büffel. Faszinierendes Jagdwild. Der Regenwald ist die grüne Lunge unseres Planeten und ein mit allen Mitteln zu schützendes Naturgebiet. Wir befinden uns im Südosten Kameruns, in der Nähe des Bumba-Flusses. Es ist ein wunderbar wildes und abwechslungsreiches Jagdgebiet. Zehrend, rücksichtslos und mit dem Potenzial, jeden Tag ein Abenteuer auszufechten. Hendrik Lott ist hierher gekommen, um all das zu erleben, das Habitat zu sehen, die Menschen und die Tierwelt in Kamerun kennenzulernen und um sich selbst ein Bild zu machen von der aktuellen Situation in Zentralafrika. Und er ist hierher gekommen, um im Urwald zu jagen. Es geht auf Waldbüffel und Bongo. Als Prädatoren gibt es Leoparden im Jagdgebiet, deren Fährten Hendrik hier auf den Urwaldstraßen begutachten kann. Begleitet wird er vom Berufsjäger Hervé, ein hocherfahrener Mann, der Kamerun und das Jagdgebiet wie seine Westentasche kennt. Er ist wie Hendrik an dem Ökosystem interessiert und genießt deshalb ganz besonders solche Begegnungen wie dieser mit einer Gruppe Gorillas. Affen sind generell fast jeden Tag und in verschiedenen Arten zu sehen. Und Insekten muss man hier mögen, damit man den Aufenthalt genießen kann. Schon am zweiten Tag stoßen die Jäger morgens an einer Wasserstelle auf eine aussichtsreiche Bongo-Fährte. Hervé erklärt das Fährtenbild. Yes, that is an heavy bongo. You can see, oh man, the land is a bit hard. How deep is the track? Auch wenn Hendriks bevorzugte Jagdweise die Pirsch ist, so lässt er sich auf die hier praktizierte Jagdweise ein, die Hunde das Wild stellen zu lassen. Die Tracker nehmen die Fährte auf und die Hunde folgen ihnen in den Dschungel. Die Hunde werden in der Schlussphase der Jagd zum Einsatz kommen. Sie jagen erst scharf am Bongo, wenn sie in unmittelbare Nähe gelangen. Frische Bongo-Losung, obgleich noch kalt, signalisiert, dass die Richtung richtig ist. Es geht durch dichtes Pflanzenwerk und vorbei an gigantischen Bäumen. Obwohl die Hunde noch nicht anschlagen, sind überall Zeichen von Bongos zu sehen. Hendrik meint, dass der Bongo-Bulle nicht weit sein kann. Hervé stimmt zu. Yes.
safety distance is very close. It's not like in Savannah. Okay. And you can hear noise sometimes this day. They don't get people. They feel the same. The safety distance is very close. Understand. Und dann sind die Hunde am Bongo und es wird spannend. Der Bongo stellt sich in dichtem Blätterwerk, aber Henrik bekommt ihn durch eine Lücke frei. Alle sind erleichtert. Ein alter Bongo kam zur Strecke. Perfekt. Der Dog war scared. Very aggressive. Und ich kenne seine Peur, weil er méchant. Der Dog war really aggressive. When you see the dog, he didn't run. He wants to stay. That means he's aggressive. He wants to stay here, here and to fight here. Yeah, I was lucky that I saw the neck, you know. Yeah, perfect. I saw the horns and I was. You understood exactly what to do. Exactly. You did very well. Super. I think you quit it here. Yeah, yeah. That's the only thing what I saw. Yeah, the neck, you know. I said, okay. Voilà. Très bien. Aufbrechen macht Henrik eine interessante Entdeckung. Also ich bin wirklich überrascht, dass eine Schrotpatrone gewildert wurde hier aus dem Bongo. Ich meine, in Afrika habe ich schon häufig erlebt, dass Stücke, die ich erlegt habe, wirklich nachher Patronenstücke drin hatten. Ne? Bei einem Büffel haben wir so eine alte Vorderladerpatrone mal gefunden in Benin. Beim Elefanten steckte vom AK-47 ein uraltes Vollmantelgeschoss neben dem Gehirn. Und jetzt hier so ein Bongo. Mit Schrotpatronen. Also, muss schon ein bisschen erschrecken, muss ich sagen. Ne? Aber es hat ihn wohl nicht allzu viel gestört. Er ist. Hat er da noch eine gefunden? Nase geworden? Die Hunde sind müde. Fleisch und Trophäe werden gut verpackt und zurück zum Jagdwagen getragen. Ein Teil des Fleisches wird zum nahen Dorf, in dessen Nähe der Bongo seinen Einstand hatte, transportiert und an die Bewohner verteilt. Dort
Dort ist die Freude groß und die Jäger hochwillkommen. Wildbret mit großen Knochen ist besonders begehrt wegen des reichen Knochenmarks. Später im Camp zaubert der Koch aus den frischen Rückenfilets allergrößten Urwaldgenuss. Der Ducker wird in Kamerun zumeist in Form einer Lockjagd bejagt, wobei das Tier mit einem nasalen Laut gerufen und mit einem flinken Schuss aus einer Schrotflinte erlegt werden kann. Im Jagdgebiet herrscht aber ein so hoher Wildbestand, dass es möglich erscheint, einen Ducker auf der Pirsch zu erjagen. Die Jäger pirschen durch typische Duckereinstände und haben schon bald Wild vor sich. Ein weiblicher Ducker springt zögernd ab, aber RW hat einen Bock dahinter gesehen. Die Jäger pirschen behutsam nach und sind bald am Wild. Oh, ich seh's nicht. Der Schuss fällt schnell, zu schnell für den Kameramann. Aber der Ducker liegt im Knall der Doppelbüchse. Die Freude ist groß. Wieder ist ein starkes, sehr altes Stück zur Strecke gekommen. Nun wird der Ducker nach traditioneller Art für den Rücktransport vorbereitet und verschnürt. Am späten Nachmittag liefern die Jäger das Duckerwildbret beim Dorf der Track ab. Und die haben für Hendrik noch eine besondere Leckerei aufgespürt. Ein wildes Bienenvolk hat seinen Stock in einer Baumhöhle. Und die Kameruner zeigen nun, wie sie hierzulande an diese Köstlichkeit gelangen. Schmeckt hervorragend. Wahnsinn. Also wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Wie so ein Honigbär fühle ich mich. Nach fast 2 Wochen im Urwald hatte Hendrik noch keine echte Chance auf einen der scheuen, aber zahlreichen Waldbüffel. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. An einer natürlichen Saline stehen nagelfrische Büffelfährten. Die Jäger nehmen die Fährten auf und folgen den Büffeln über einen alten Forstweg.
Dann gibt es plötzlich Kontakt. Zwei Stücke stehen etwa 80 Schritte entfernt. Der Bulle rechts. Jetzt gilt es. Als sich die Aufregung gelegt hat, gehen die Jäger zum Anschuss. Der Büffel hat gut gezeichnet und liegt nach einer kurzen Todesflucht. Ein sehr guter Büffel ist zur Strecke gekommen. Hendrik ist überhaupt sehr froh, dass es nach all den aufreibenden Jagdtagen doch noch mit dem Büffel geklappt hat. Oh yes. That is beautiful. Nice one. Yeah, patron. Extremely nice one. Kiss you. Yeah, patron. Yes. I've seen your excitement. The splash of the friendship. A long time, I hope. Yes. Merci, 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 Harry, merci. Un, deux, trois. Banane! Um den Jagdwagen in die Nähe des Erlegungsortes zu bekommen, muss noch einmal schweres Gerät zum Einsatz kommen. Eines der Urwaldgewitter hat vor einiger Zeit einen Baum auf die Piste geworfen. Der Büffel selbst muss nun gemeinsam mit vereinten Kräften aus dem Wald getragen werden. Aber schließlich ist es geschafft und der Wagen rollt schwer beladen zum Camp. Sind alle abgekämpft und erschöpft, aber heilfroh, dieses Abenteuer erlebt haben zu dürfen. Doch der Abschied von Kamerun macht nachdenklich. Und auf der mehrtägigen Rückfahrt zurück in die sogenannte Zivilisation wird es überdeutlich. Das Bevölkerungswachstum in Afrika und der Rohstoffhunger der Wirtschaftsmächte dieser Welt bedrohen die letzten Naturgebiete unserer Erde. Wird es uns als Weltgemeinschaft gelingen, den Regenwald in seiner jetzigen Form zu erhalten? Und wie können wir den Kamerunern dabei helfen? Wie viel Nutzung verträgt dieses Gebiet eigentlich? Und wer setzt sich für die Wildtiere ein, wenn nicht wir Jäger?
Wir müssen uns auch in Zukunft für den Erhalt dieser abgelegenen Plätze engagieren. Sie erleben, bejagen und schützen. Es wird nicht einfach sein.